Ich habe in den Comment Sections gesehen auch, da kommen einige, oh, in Palästina, Afghanistan, Syrien ist auch passiert, jetzt nur weil es hier in Europa ist, interessiert sich jeder dafür. Wo ist das eine denn schlimmer als das andere? Überall da, wo unschuldige Menschen sterben, ist es was Schreckliches. Es interessiert mich nicht, ob es jetzt hier in Europa ist, ob es direkt in Deutschland wäre oder in Syrien oder sonst irgendwo. Ob man gelb, schwarz, weiß, braun ist oder Moslem, Christ, Hindi, Jude. Was macht das für einen Unterschied am Ende, mein Gott? Unschuldige Menschen sterben einfach. Das ist was Schreckliches. Also ich möchte das jetzt auch nicht zu politisch machen. Ich denke mal, viele nimmt das mit, so wie es auch mich mitnimmt. Und Aslan auch, der ist auch noch stark gekennzeichnet von dem Tschetschenienkrieg, den es da gab. Darum schrauben wir das mal ein bisschen zurück, dass die Gemüter ein bisschen runterfahren. Versuchen wir uns wenigstens ein kleines bisschen hiermit abzulenken. Gucken wir uns mal an, was der Markt uns hier so zeigt. Okay, was hat Bitcoin gemacht? Gucken wir uns mal an. Das, was wir die ganze Zeit sehen wollten, ist das Volumen. Das haben wir uns ja heute im Video angeguckt gehabt, was ich sehr, sehr interessant fand, als wir den Top hier hatten mit einer 55-prozentigen Korrektur nach unten und von dem Bottom hier aus einen ungefähr 52-prozentigen Anstieg nach oben zwischen der 61,8 und der 70,2 Fibonacci Retracements sind wir hier gelandet, bis wir die Korrektur dann gesehen haben, mit dem letzten Anstieg zu einem neuen All-Time-High. Und ich denke mal, diese Phase werden wir jetzt nicht erleben, diese hier, diesen zweiten Anstieg. Ich denke, das, was passieren wird, ist, dass wir hier hoch retracen werden. Und wenn wir das tun, diesen Teil haben wir schon mal abgewickelt, den wir hier hatten. Wir sind ungefähr 52% nach unten gegangen. Hier waren es 55, hier 52. Wir sind sehr, sehr nah dran. Dann haben wir von hier aus jetzt, was wir jetzt antizipieren, ist das hier. Dass wir ungefähr genau wie hier so einen ungefähr 82-prozentigen Anstieg haben. Und da das nicht immer gleich verlaufen muss, habe ich euch ja auch im Video gezeigt gehabt, dass ich erwarte, dass wir wahrscheinlich uns darunter halten werden. Dazu habe ich die FIPs ja mitgenutzt gehabt und hab die hier gezogen, normal Swing High, Swing Low. Da sehen wir hier in diesem Bereich, was passiert ist. Wo sind wir nach oben gegangen? Wir sind hochgegangen und an der Spitze waren wir hier genau zwischen der 61,8, zwischen dem Golden Ratio und der 70,2 Fibonacci Retracements gelandet. Und da diese Struktur uns sowieso darauf hinweist, dass wir hier auch die Korrekturen nicht so stark hatten wie dort, denke ich auch, oder ich leite das von daher ab, dass eventuell diesen Anstieg, den wir hier sehen werden, auch nicht so stark sein wird wie hier. Und wir eventuell dieses Mal nicht zu 70,2 und 78,6 gehen können, sondern eventuell ein bisschen früher einsacken. Und zwar, ich würde schon sagen, dass wir, wenn wir den Golden Ratio geknackt haben, wenn Bitcoin jetzt langsam anfängt, nach oben zu retracen, und wir hier in diese Bereiche kommen, dass wir hier beim Golden Ratio sind und die Rotation tatsächlich stattfinden sollte, dass ich schon in den Bereichen die Stop Losses setzen werde. Das heißt, wenn wir hier übersteigen, den Golden Ratio, werde ich wahrscheinlich hier schon Stop Losses setzen. Wenn es dann natürlich weiter hochgeht, werde ich die Stop Losses Schritt für Schritt weiter hochsetzen. Falls wir dann nach unten gehen sollten und diesen Bereich extrem stark kreuzen sollten, sollen die getriggert werden, damit wir die Gewinne an den höheren Positionen mitnehmen und die möglichen Gewinne dann hier einfach nicht verprassen, während wir hier nach unten wieder gehen. Was war das, worauf wir gewartet haben? Wir haben gewartet auf einen Anstieg im Volumen, weil das Volumen spricht für die Nachfrage. Und schaut euch das mal an. Tatsächlich sind wir volumentechnisch einmal schön hochgegangen. Das zeigt uns, dass Nachfrage bei diesen Preistargets besteht. Das heißt, es gibt große Instanzen, die dafür gesorgt haben, dass wir hier einen schönen Anstieg sehen beim Volumen, was uns sagt, einige große Anleger waren bereit, zu diesen Preisen schön nachzukaufen und nachzupumpen. Und Bitvavo ist auf jeden Fall einer dieser wenigen Exchanges. Man hat hier über 150 Kryptowährungen, die man traden kann. Wir haben sehr geringe Gebühren. Weltweit gehört es auf jeden Fall zu einer der Plattformen, wo wir die geringsten und die kleinsten Gebühren haben. Die arbeiten mit der niederländischen Zentralbank zusammen, EU-reguliert. Das heißt, da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Das ist eine sehr legitime, sehr stabile Exchange.